Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück bei Mario Bros. 3. Ja, hier ist alles glatt wie ein Babypopo. Ist das so? Ja, vor allem meine Stimme, Wollo. Ja, ihr müsst wissen, der Cornelius hat gerade mal die Aufnahme überprüft und ich wäre schon die ganze Zeit so, ich sage, Alter, das ist doch nicht dein Ernst und boah, hörst du dich krank an und ja, jetzt hat er auch endlich festgestellt, dass er sich wirklich krank anhört. Ja, ich bin halt, ich habe jetzt eine richtige Männerstimme. Mama! Ja. Ich bin erwachsen geworden! Oh nein! Hörst du dann jetzt auf mit dem Let's Play? Nee. Aber Erwachsene sollten sowas nicht tun. Aber Gronkh ist auch erwachsen. Er tut aber nicht so, als wäre er erwachsen. Okay. Oder? Hat er auch eigentlich schon, ne? Gronkh ist schon sehr erwachsen, natürlich. Ja, doch, denke ich auch. Also immer, wenn ich was über den höre, ist das immer sehr erwachsen. Was er da loslässt. Ja. Dementsprechend. Der ist ja auch ganz schön alt, ne? Ich weiß nicht genau. Weißt du, wie alt er ist? 38 jetzt oder so? 38, Alter. Aber ist auch älter als ich. Ja gut, ja. Dann darf man auch mal ruhig vielleicht ein bisschen erwachsen sein. Vielleicht auch noch ein bisschen jünger. Ich glaube, es könnte schon so um den Dreh sein. Ich weiß nicht genau. Ja, ich denke auch, dass es hinkommen könnte. Ja. Oh nein. Man muss halt auch gucken, ne? Der hat ja vor, wann hat er angefangen? Vor 5, 6 Jahren. Dann war er halt noch fast so alt wie du jetzt. Ja, hat er angefangen, Alter. So alt wie ich jetzt bin. Aber das ist ja auch... Da steckt ja auch noch ein Stückchen redaktionelle Arbeit hinter. Oh. Der kommt ja aus der... Ich glaube, die wollten ja ein Magazin machen oder so. Richtig. Die wollten ein Magazin machen und das Let's Play-Ding war so... Ich glaube, das war so ein bisschen für das Magazin. Ja, genau. Auch. Genau. Und dann hat sich das Let's Play-Ding auch verselbstständigt. Warum machen wir kein Magazin? Halt auch, weiß ich nicht, weil wir Idioten sind wahrscheinlich. Ist halt echt so. Jemand müsste eine Internetseite für uns machen, Johnny. Und ja, irgendjemand anderes mit sehr, sehr viel Zeit könnte dann Artikel raussuchen, Clay. Und und wir passieren dann einfach ab. Ne? Ich meine, dann kriegen wir die ganzen Spiele zugeschickt, um sie zu testen. Meinst du, mit einer Seite kriegen wir die eher zugeschickt? Mit so einer brauchst du echt nur eine kleine Pissseite. Es ist halt wirklich so. Okay. Jede kleine Pissseite kriegt das. Hey, weil sie Presse ist, oder was? Ja. Was ist denn los mit dir? Ja, weiß ich auch nicht, warum das so ist. Aber das ist so. Jede kleine Pissseite kriegt so ein Zeug. Jetzt denkt sich jeder 12-Jährige gerade, Alter. Mama, du brauchst mir keine Spiele mehr kaufen. Mach ich mir gaming.de.vu. Und dann läuft das auf Beepworld. Ja. Kennst du das noch, Alter? Hattest du auch de.vu-Seiten? Kenn ich, ja. Hattest du bestimmt, ne? Ich glaube, ich selber hatte keine Seite. Oh, aber. Kennst du diese Mädchen, die so Seiten hatten? About me und so? Ja. Das war immer sehr cool. Da ist man immer gerne draufgegangen, hat geguckt. Ja. Geläut. Ja. Hat geguckt, was es für Bilder gibt. Ja, ich, ne? Sexy Bilder. Heute guckst du auf Facebook, was die für Bilder haben. Früher musst du die eigene de.vu-Seite erstmal finden. Ja. Aber war nicht so einfach. Ja, das war. Wer von euch hatte denn eine de.vu-Seite, Leute? Komm. Postet sie mal, wir gucken sie uns an, ob sie. Gibt's die überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube, die gibt's noch. Ach nee, mir wurde doch auch mal eine gemacht. Für meinen Kanal. War eine de.vu-Seite? Ich glaube. Aber so hat man das halt früher gemacht und das war auch. Ja. War nicht schön, ist im Nachhinein ganz schön peinlich. Ja. Immer. Also, die meisten davon waren sehr peinlich, ja. Boah, also die kein Bild, ey. Es gab ja noch andere Anbieter, die so kostenlose Seiten. Hatte ein Online-Tagebuch, Cornel. Du? Ja. Nee. Doch. Inwiefern? Ja. Einfach online mit Tagebuch geschrieben. Gibt's das noch? Weiß ich, ich trau mich nicht zu gucken. Hey, Alter, Leute, sucht das mal. Findet ihr nicht. Hast du da einen anderen Nickname? Ja. Oder hast du es unter deinem Klarnamen gemacht? Klarn? Nein, bist du bekloppt, Alter. Hallo, ich bin Chris und das ist mein Tagebuch. Heute habe ich die Sarah in der Schule gesehen. Ihre Brüste haben mich angelächelt. Ich glaube, ich bin verliebt. So, Alter, tatsächlich war ich mal in eine Sarah verliebt. Echt? Ja. Haben die Brüste dich angelächelt? Das war diejenige, die mich dann angeschrien
In der Stunde, innerhalb der Stunde. Ach, in die warst du verliebt? In die war ich verliebt. Ja, natürlich. Ach so. Das erklärt einiges. Alter, stirb nicht. Stirb nicht. Wendy ist am schlimmsten, ey. Ja, bitte. Wendy ist halt echt am schlimmsten. Die will man, also, die will man first tryen. Also hast du sie deswegen angestarrt, weil du in sie verliebt warst? Ja, selbstverständlich, Cornelius, natürlich. Ja. War verliebt bis über meine Ohren. Oh nein. Oh nein. War so schlimm. Ach ja. Dann wurde ich von ihr zusammengestaut. Das hat mich nur noch mehr angemacht. Echt? Nein. Ich wollte schon sagen, Alter. Nee, tatsächlich bin ich da nicht so, nee. Ja, ich bin ja ein Weicher, also ich... Schmerzen ist nichts Gutes für mich, Leute. Schmerzen ist nichts Gutes für dich, nee, was? Ich bin Weicher. Schmerzen, ach Schmerzen. Warum darfst du noch Schmerzen? Mal, das ist unfair. Du hast die ganze Zeit schon durftest und dir dadurch nee, mal stimmt Level überhaupt gar nicht. Geiern konntest, Alter. Jede Menge Level, das ist ja geil. Stimmt überhaupt gar nicht, ey. Lüge. Richtig ekliger. Weißt du, erstmal ein Fruchtzwerg, ey. Ich kotze. Du doch ein Fruchtzwerg. Alter, das schaffe ich nicht doch. Der Luigi, der macht so geile Sprünge, ne? Muss ich jetzt ihm jetzt einfach mal auch so lassen? Ja, der hat doch keine andere Steuerung hier, oder? Weiß es nicht, aber ich glaube, der springt höher. Nee. Also doch, auf jeden Fall. Es kann halt entweder daran liegen, dass dieser ganz leichte Delay das anders macht. Das könnte sein. Dass ich deswegen ein anderes Feeling habe, aber ich würde auch sagen, dass er höher springt. Ah, ich weiß ja, dass schon in Mario Bros. 3 so war. Aber ich jetzt, bin jetzt tatsächlich überfragt. Ja, kann ich auch nicht sagen, aber... Aber ich... Gefühlt ja. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber es gefällt mir. Okay. Das, oh, jetzt kriegt er das... Oh, nee, doch kriegst du. Ja, musst du. Komm, kommst gar nicht drum rum. Ah, shit. Da hast du keine Wahl. Aber das zählt nicht als Level, von daher. Kann man die... Die kann man auswendig lernen, oder? Ja. Es gibt ein paar verschiedene. Also man kann es halt dann schnell sehen, welches man da hat. Ich kannte die auch mal fast auswendig. Okay. Alter, Skill. Der Stern ist da links unten. Schade. Echt? Ja. Wäre da links unten gewesen. Warum sagst du das nicht früher? Richtiges Arsch. Ja, ich dachte mir, sagst du es überhaupt? Hoffentlich kriegst du den Boomerang-Typen, den Hammerbruder. Ich habe bis jetzt alle gemacht, kann das sein? Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich habe auch welche gemacht. Vielleicht einen. Das stimmt vielleicht überhaupt gar nicht. Doch, Conny, das stimmt. Ich habe... Ihre Buch. Ich habe auf jeden Fall was gemacht. Andere tun das. Nichts Gutes, aber ich habe was gemacht. Für ein Tagebuch online. Und schäme mich dafür später. Ja, Leute, tut das nicht. Tut das nicht. Das ist eine dumme Idee. Lasst es euch sagen. Später werdet ihr euch denken, Alter, wenn das jemand finden will, wäre mir das tot peinlich. Wenn, dann führt ein... Oh Mann! Geil. Diese dummen Schiebs, Alter. Ich frage mich gerade, ob da ein Bild von mir drin ist. Alter. Und wenn ja, würde man mich immer noch nicht erkennen, glaube ich. Warum? Weil es halt voll alt ist. Wie alt warst du denn da? Das ist peinlich, wenn du das sagst. 15, würde ich sagen. Ah, okay. Da gab es schon Internet? Ja. ISDN. Alter, musste man da nicht noch über die Telefonrechnung zahlen? Nee, wir hatten eine Flatrate. ISDN Flatrate. Alter. Osnatel hat's möglich gemacht. War damals eine heiße Scheiße, eine Osnatel ISDN Flatrate. Aber es war halt unfassbar langsam, ne? Wenn du irgendwas runterladen wolltest, ein Lied oder so, das dauerte eine halbe Stunde. Ja, manchmal auch länger. So 3 MB. 3 MB runterladen dauerte echt eine halbe Stunde. Ich weiß noch, dass ich dann mir irgendwann dachte, Alter, ich hätte so gerne wieder Quake 3 Arena. Okay. Das wäre so geil. Und dann habe ich mir das da auch runtergeladen. Es hat 4 Tage gedauert, das runterzuladen. Dann hat es nicht funktioniert. 4 Tage? 4 Tage. 4 Tage nonstop blockiertes Netz. Durch diesen Download. Okay. Dann hat es nicht funktioniert. Das war aber ärgerlich. Würde ich so sagen. Also aber kein... Aber hier, ne, die Geschäfte... Das war schön über Kazaa, wie sich das gehört. Was, ne, ist das denn? Jetzt nicht mehr Kazaa. Nee. Das war so eine ja, Tauschplattform. Eine Torrent-Seite. Ja, nein, Torrent. Ich weiß heutzutage gar nicht, was Torrents sind, Alter. Hä, du weißt nicht, was Torrents sind? Nein, weiß ich nicht. Ich habe das natürlich nie benutzt, Leute. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie dieses Torrent-Ding funktioniert. Dann haben die da 8 verschiedene Mega-Links drin, die ich alle runterladen soll mit so einem Programm.
ich keine Ahnung habe. Und dann denke ich mir meistens, nee, dann kaufe ich mir die CD einfach. Ja, bei Torrent war das halt so, dass du, da konntest du halt Dinge suchen. War das so ein Programm? Glaube ich, wie ging das denn nochmal? Also ich habe das nur bei einem Freund gesehen. Auf jeden Fall hattest du so ein Programm und da konntest dann, oder du hast dann, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, Dinge zu suchen, wo auch immer, im Internet oder wie auch immer. Und dann hast du die halt runtergeladen von anderen Usern quasi. Ja, das heißt, so war es bei Kazaa ja auch, ne? Genau, dieser Torrent. Nur, dass du dafür ein eigenes Programm hattest. Ja, das ist bei Torrent auch so. Da suchte man dann einfach und genau. Stand da, ja, der hat das, der. Ja, 80 Leute haben das und dann ziehst du das. Und dann ziehst du das von einem, ja. Oder von mehreren, ja, halt, je nachdem, so, wer da gerade online ist. Torrent, ist. Genau. Das gibt's heutzutage noch? Bestimmt, aber das ist relativ, also, da kann man, glaube ich, echt für eine... Das ist halt das Ding, ne? Da kannst du halt echt für... Ja, da kannst du halt auch für Fresse kriegen. Mit. Ja, deswegen... Sollte man sich die Dinge lieber kaufen oder anderweitig. Ich habe mir ja letztens erst 2 CDs gekauft, tatsächlich, echt? Amazon. Ne? Ja, was MP3-Downloads denn? Bei Amazon. Samsas Traum. Ah, okay. Würde dir wahrscheinlich... Ich glaube tatsächlich, Cole, dass dir Samsas Traum... Ja, habe ich schon mal von gehört, aber... Ich glaube, das wäre was für dich. Das sind halt auch deutsche Texte. Ist ja erstmal so dein Ding, ne? So ein bisschen, ja, Gothic oder so. Ist Gothic, ja. Aber es sind so ganz wirre Geschichten, die in den Liedern erzählt werden. Ja, nee, sagen. Das glaube ich nicht so mein. Oh, doch, du würdest es so gut finden. Ich glaube, du würdest es richtig gut finden. Ich glaube, ich habe davon aber schon mal was das gehört. Das ist wieder so ein, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, denke ich. Ja, vielleicht, aber... Ja. Was, der Bollo hat sich deutsche CDs geholt? What? Wo sind die japanischen Medien? Die kriegst du als MP3 auf Amazon nicht. Nicht? Da muss man die, ja, so eine CD von Morning Musume kostet dann auf Dings irgendwie 40 Euro plus 20 Euro Versand. Echt? Ja, dann sind das 60 Euro für eine CD. Uvalo. Nice, ne? Hab auch gedacht. Vielleicht optimal, ich wollte die Blume haben. Was hab ich? Der Lakito hat dich ordentlich geraped, hat er mit. Hat er nicht im Let's Play gesagt, geraped. Solche Wörter. Darf man sowas nicht sagen? Ich habe schon mehrfach Mails von Menschen bekommen, die haben gesagt, das willst du doch nicht im Let's Play sagen oder sowas, sagt man doch nicht. Hey, du hast Mails bekommen? Ja, also Pants. Wegen echt? Sowas. Ja, wegen geraped. Dann machen wir so, Alter, jetzt aber. Nicht übertreiben hier. Hä, wieso? Ja, das sagt man doch so, Umgangssprache. Ja, aber warum sollte man das nicht sagen dürfen also, oder so? Ja, weiß ich auch nicht. Ist auf jeden Fall immer so. Aber mal was anderes, ne? Ich habe ja letztens. Cornelius, jetzt darf ich auch mal endlich jetzt. Jetzt erzähle ich einfach mal meine Lebensgeschichte sozusagen. Bei Morning Musume Rio tritt ja aus am 31. Ne? Wusstest wirklich? Du das? Ja, tritt aus. Warum mal das? Halt, ja, das frage ich mich halt auch. Ich will irgendwie studieren im Ausland oder irgendwie so. In Scheiß Deutschland? Machen. Hoffentlich. aber. Jetzt war ich natürlich so am Überlegen, was machst du, ne? Am 31. ist ja auch Silvester. Ist für mich dann natürlich ein Trauertag. Und an Silvester streame ich ja in der Regel. Dann mache ich auch dieses Jahr dann wieder wahrscheinlich einen Stream an Silvester. Ja. Und das ist dann auch gleichzeitig der, ich verabschiede Rio und das alte Jahr Stream. Mach bitte und den Typen. Nein. Ja, ist ja gut. Und dann habe ich mir gedacht, suchst du mal nach Fanartikeln auf eBay. Irgendwie, dass man irgendwas im Stream hat an Fanartikeln. Und dann blieb mein Blick tatsächlich hängen an einem Tourplakat mit der Unterschrift von Rio. Alter. Nee. Wie teuer? Ja. 90 Euro mit Versand. Was? Ja. Für ein Tourplakat. Mit der Unterschrift von Rio Sayashi, was ist los mit dir? Ich glaube, das ist dir nicht ganz bewusst. Ich sag's dir nochmal. Die hat das unterschrieben. Wer, ja, Rio? Okay. Ja. Oh. Das ist krass. Oh Gott. Ich überlege halt echt so ein bisschen. Ich bin halt echt so ein bisschen am Überlegen. Ansonsten, liebe Leute, ihr könnt auf eBay ja auch googeln, ne? Und, vielleicht Postfach? Hat der ein oder andere ja das Gefühl, der möchte mir ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. Es ist möglich in diesem Fall. Aber ich habe auch tatsächlich... Oh mein Gott. Hast du auch einen Weihnachtswunsch? He's going to die! Nicht? Ihr habt Cornelius, das schaffst du nicht, das ist zu schwer für dich. Guck mal, wie schwer das ist. Alter, so viele Kugelwillis. Schaffst du nicht. Kommt der niemals durch. Können die dich nur nicht einmal drehen, die Roten? Nee, ist mir doch egal. Das ist überhaupt krass, dass es in diesem Spiel schon die Roten gibt. Oh. Jod. Vorbeigesprungen. Gut, was war dein Weihnachtswunsch oder was wolltest du dazu erzählen?
Was wollte ich nochmal erzählen? Oh, ja, stimmt. Ich habe mir auch letztens so, also ich mache mir manchmal auch Gedanken so über Videos mit der Kamera und so, ne? Mhm. Und da habe ich mir auch letztens so überlegt, ob ich, es wäre voll cool, wenn man so ein bisschen Weihnachtsdeko hätte jetzt in der Weihnachtszeit, die man sich in den Hintergrund packen könnte und so. Das stimmt. Aber das Problem ist, ich habe halt auch keinen Hintergrund. Das ist so total doof. So. Ich bin da auch momentan so, ich mir denke, ich hätte auch gerne so ein, weißt du, so Fanartikel von verschiedenen Dingen und so Dinge, die du in den Hintergrund... Mann! Ja, kann man sich besorgen, ne? Das ist halt so das Ding. Das Problem habe ich ja auch im Scheiß! Wow! Wow! Das Problem habe ich halt auch im Stream. Applaus, und, Applaus für deine Leistung. Mein Herz geht auf, wenn ich das sehe. Halt die Fresse. Ich habe es ja schon ein bisschen geändert bei mir hinten im Hintergrund im Stream. Ja. Da war ja vorher so ein Schrank, wo einfach nur Müll drin gelagert wurde. 1000 Kabel und so. Ja. Jetzt habe ich da etwas ein bisschen aufgeräumt. Da so einen kleinen Schrank. Dann habe ich das Hyrule Master Schwert da hängen. Und ich habe einen Weihnachtsmann, der in der Lichterkette hochklettert. Ah, okay. Tatsächlich zu Weihnachten gerade. Aber das sieht man halt alles so schlecht. Und ja, dann ist halt immer noch das Fenster da. Ist nur diese winzige Ecke, die ich da irgendwie benutzen kann. Finde ich auch nicht so schön, tatsächlich. Ich hätte das auch lieber anders. Ja. Aber aus Platzgründen ist es einfach nicht möglich. Leider Gottes, weil das Fenster halt so positioniert ist, wie es positioniert ist. Ja, Weiß nicht, wie Leute das immer machen, die das so professionell machen. Die haben immer alle so ein... Die haben immer alle eine gute Wand. Eine passende Wand, die man dafür sowas nutzen kann. Ja, du müsstest vielleicht deinen Schreibtisch... Nee. Du müsstest vielleicht einfach nur deinen Schreibtisch anderthalb Meter von der Wand wegtun und dich dann so mit dem Rücken zur Wand setzen. Das Problem ist, mein Schreibtisch ist ja an der Wand dran geschraubt. Ist ja so ein Eigenbau-Schreibtisch. Das ist halt ein Problem. Und der ist so lang, dass ich den auch nicht auf die andere Seite packen könnte, weil hier stehen die beiden PC-Monitore und ein Fernseher oben drauf. Na, okay. Ja, das ist halt dann das Problem, ne? Das ist ein Problem. Du, man müsste halt Sachen... beim Stream und so müsste man wahrscheinlich den, da muss der Schreibtisch dann im Raum stehen. Tatsächlich ist das echt so. Ich sehe es auch bei anderen Leuten immer, die dann auch ihre professionelle Beleuchtung haben und so. Genau. Das funktioniert halt auch nur, wenn du es im Raum stehen hast. So? Um es da vernünftig aufzustellen. So schnell ist er tot? Von Feuerbällen? Mit der Feuerblume, ist Bum-Bum-Witz. Okay. Gut. Das soll es aber dann auch für heute gewesen sein. Schon? Ja. Schon fast 18 Minuten. Alter, ist ja endlos lang. Ja, ob ich das Schloss schaffe, Leute, das sehen wir im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ja. Sowas von. Und abonniert mich, damit ich mir Hustensaft kaufen kann. Aber unbedingt. Und schaut auch beim Bolle vorbei, der ist wahrscheinlich in der Beschreibung verlinkt. Kann man machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.